Hallo Leute, wir gehen heute ab ins Tattoo-Studio. Wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich auch meinen Bruder. Hallo. Moin. Hallo. Hi. Da ist er, da ist er. Ja, meine Hand hier, die wird heute zugekleistert bis hier oben an den Schultern. Nee, natürlich nicht. Also für mich gibt es heute das allererste Tattoo und zwar ist es das Geburtsdatum meiner Mutter in römischen Zahlen. Für mich hat das halt einfach eine große Bedeutung. Ich hoffe, wir dürfen drin filmen. Mein Bruder filmt jetzt euch das dann. Und ja, jetzt fahren wir erstmal zum Tattoo-Laden. Und was ich noch ganz kurz sagen wollte, mein Bruder, der macht sich morgen auch eins. Oder vielleicht sogar heute, je nachdem, wie der Tätowierer Zeit hat. Dann filme ich das natürlich auch. So, wir sind jetzt wieder zu Hause, beziehungsweise ich bin jetzt wieder zu Hause. Wir waren heute beim Tätowierer. Ich, beziehungsweise mein Bruder, durfte zum Glück filmen. Leider keine Nahaufnahme. Aber ihr habt es bestimmt gesehen, dass ich teilweise auch Schmerzen hatte und das teilweise vielleicht nicht so angenehm war. Aber trotz alledem muss ich sagen, es war echt nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe. Und an sich ist es echt mega gut aushaltbar. Manchmal brennt es halt und es fühlt sich so an, als würden dich gerade 1000 Bienen stechen. Aber an sich ist es echt nicht schlimm. Wie gesagt, möchte ich jetzt nochmal ein bisschen auf die Bedeutung eingehen. Für mich ist es so, meine Mutter, die hat ihr ganzes Leben immer, beziehungsweise sie lebt noch, ja, also nicht, dass ihr irgendwas denkt, sie hat ihr ganzes Leben immer verzichtet. Sie hat immer mir was gegeben, aber sie hat drauf verzichtet. Sie hat Narben hier am Bauch wegen unseres Kaiserschnitts und sie trägt das die ganze Zeit mit, weißt du? Und ich dachte mir so, meine Mutter trägt meine Narben oder Narben von mir an ihrem Bauch. Ich möchte auch eine Narbe von meiner Mutter an mir tragen. Und deswegen ist das hier das Endresultat. Hier ist das Geburtsdatum von meiner Mutter in römischen Zahlen. Viele sagen vielleicht, römische Zahlen haben so viele Leute oder was weiß ich. Aber ich verbinde damit halt was ganz Besonderes und keine Ahnung, das sage ich immer nur, lass die Leute reden. Das ist jetzt noch ganz frisch, also das ist jetzt ungefähr, warte mal, jetzt haben wir kurz vor 20 Uhr, das ist jetzt ungefähr 2 Stunden alt oder eineinhalb sogar erst. Und ich muss sagen, ich lasse die Folie jetzt noch drauf. 3 Stunden, dann muss ich das abwaschen und eine neue Folie drauf tun, natürlich vorher schon einschmieren. Und ja, also es wird auf jeden Fall noch ein Review-Video dazu kommen, wie ich generell alles so empfand, den Schmerz und so weiter und so fort. Aber dafür folgt noch ein extra Video. Und ich würde einfach mal sagen, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Haut rein, macht's gut und ciao.